Diese Kellnerin behandelte den Obdachlosen mit aller Freundlichkeit, doch als sie herausfand, wer er war, brach sie in Tränen aus. Das Leben kann sich von einem Augenblick zum anderen ändern. Dies ist der Fall von Maria, einer Kellnerin aus Texas in Amerika, dessen Leben sich von einem zum anderen Augenblick änderte, als ein obdachloser Mann das Restaurant aufsuchte, wo sie arbeitete. Als sie jedoch herausfand, wer dieser Mann war, hat sich ihr Leben für immer geändert. Mit großen Schwierigkeiten beim Gehen betrat der ältere Mann langsam das Restaurant und setzte sich an einen Tisch, der mitten im Raum stand. Sofort richteten sich alle Augen auf ihn und die Gäste verachteten ihn und begannen leise über ihn zu flüstern und zu lästern. Doch als sich die Kellnerin Maria zu ihm näherte, änderten sich die Dinge schnell. Sie nahm mit einem herzlichen Lächeln die Bestellung des Obdachlosen auf, obwohl sich alle Kunden im Restaurant über den Geruch und das Dasein des Mannes beschwerten. Maria sagte zu dem alten, zerbrechlichen Mann: "Mein Name ist Maria, wenn Sie etwas brauchen, werde ich für Sie da sein." Zum ersten Mal konnte der alte Mann wieder ein Lächeln im Gesicht zeigen, weil seit langer Zeit hat ihn zum ersten Mal wieder jemand wie ein Mensch und kein Hindernis behandelt. Der Leiter des Restaurants erlaubte zwar den Aufenthalt des Obdachlosen, doch er warnte Maria, wenn er kein Geld haben sollte, um zu bezahlen, dass Maria dann in ernsthafte Schwierigkeiten kommen kann. Maria war schockiert und antwortete, dass eine warme Mahlzeit nicht für ihn verkehrt wäre. Der Leiter akzeptierte dann die Meinung von Maria, aber zahlen müsse er trotzdem, sagte er. Dann servierte sie ihm Pfannkuchen mit Speck, Eier und einem Kaffee. Als er dann mit dem Essen fertig war, näherte Maria sich an dem Tisch des Obdachlosen und sagte ihm mit Tränen in den Augen: "Machen Sie sich über die Rechnung keine Sorgen, ich werde sie zahlen." Der Mann dankte Maria mit einem Kuss auf den Kopf und verließ, ohne was zu sagen, das Restaurant. Maria war völlig verwirrt und räumte den Tisch ab. Beim Aufräumen des Tisches fand sie in einer Auffangschale 100 Dollar mit einer kleinen Notiz drin, die auf einer Serviette geschrieben war. Auf der Serviette stand geschrieben: "Ich respektiere eine Menge, und dass Sie eine Menge respektieren, ist klar." Es ist offensichtlich, wie Sie andere behandeln. Sie haben nämlich das Geheimnis des Glücks gefunden. Weiter stand drin: "Sie erhalten meine ganze Bewunderung. Danke für das Frühstück, aber vor allem bedanke ich mich für Ihr Lächeln und Ihre Freundlichkeit." Doch jetzt kommt die Auflösung. Die Karte war in echt vom Besitzer des Restaurants geschrieben worden, der sich extra als Obdachloser verkleidete, um zu sehen, wie die Mitarbeiter ihre Kunden trotz Aussehen behandeln. Eine Woche später wurde Maria dann wegen herzlicher und guter Führung befördert. Freundlichkeit ist eine Qualität, die nach und nach verloren geht. Wir sind so besorgt um uns selbst, dass wir manchmal vergessen, dass es andere auf der Welt gibt, deren Lebensgeschichte nicht so gut war oder ist wie unsere.